Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nachhaltige Mobilität und Klimaschutz, das ist ein strategisches Ziel unserer Stadt und natürlich wollen und dürfen wir es trotz Corona nicht aus den Augen verlieren. Zum Klimaschutz ein paar Schlagworte. Wir sind letztes Jahr im Rahmen der sogenannten Allianz für Klima und Entwicklung, der wir beigetreten sind, zu einem neuen Bündnis zusammengekommen und haben uns da zusammengefunden, nämlich dem Bündnis für ein klimaneutrales Allgäu 2030. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt in der weiteren Politik unseres Bemühens rund um das Thema Klimaschutz. Letztlich geht es darum, weniger CO2 auszustoßen. Und mittlerweile sind über 50 Unternehmen und Institutionen aus unserer Stadt und dem Allgäu diesem Bündnis beigetreten. Ziel ist es eben, bis 2030 dort, wo wir in den Unternehmen oder Verwaltungen Verantwortung tragen, klimaneutral zu werden und dieses auch zu verbinden mit sinnvollen ökologischen und sozialen Projekten bei uns im Allgäu und in anderen Ländern unserer Welt. Klimaschutz ist ja ein umfassendes, weltweites Thema. Zu einem anderen Schlagwort möchte ich kurz kommen, zur Biodiversität. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Im Grunde genommen geht es dabei um das Schaffen von insektenfreundlichen Flächen. Das wollen wir voranbringen in unserer Stadt. Vielleicht haben Sie ja im Sommer die farbenfrohen Blühstreifen entlang der Lindauer Straße gesehen. Zunächst haben viele gedacht, was denn diese Schotterhaufen und diese Schotterränder sollen, aber es braucht ein bisschen Zeit und entstanden ist eine wunderschöne Blühwiese für viele Insekten. Und außerdem haben wir in Planung einen Artenvielfaltsgarten auf der Ludwigshöhe, eine Privatinitiative, die wir städtisch unterstützen, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ein Wort zu den Klimaschutzaktivitäten an unseren Kemptner Schulen, über die ich mich besonders freue. Mit der Nordschule als erste Kemptner Grundschule hat sich jetzt sozusagen eine weitere Schule auf dem Weg zur Klimaschule gemacht. Und bereits tolle Umsetzungen gibt es am Hildegardis-Gymnasium und auch am Karl-von-Linde-Gymnasium. Nun, ein neues kommunales Förderprogramm zur Altbausanierung haben wir auf den Weg gebracht, jetzt in diesem angelaufenen Jahr. Und es gibt auch ein Förderprogramm für Lastenräder, das wir verlängert haben und auch auf Privatpersonen ausgeweitet haben. Sie wissen, dass das Mobilitätskonzept 2030 für uns die eigentliche Richtschnur unseres Handelns ist. Das hat ja alle Verkehrsteilnehmer im Blick. Aber insbesondere wollen wir den Radverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen und fördern. Nur ein paar Beispiele. Wir haben den Radweg in der Linkener Straße erneuert. Wir haben mit der Schaffung eines durchgehenden Radverkehrsangebots in der Immenstädter Straße begonnen. Sie haben es an den Baustellen bereits gesehen. Und 2021 wird die Planung für ein modernes Radwegenetz abgeschlossen. Es geht dabei letztlich darum, eine gute Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung für unsere Fahrräder, vor allem auch eine sichere, zu schaffen. Seit 2020 gibt es neue Buslinien auf dem Bühl, in Lenzfried und auch auf der Ludwigshöhe. Das war ein lang ersehnter Wunsch. Und mit der Mona-App kann man jetzt ganz modern sozusagen über das Handy Bustickets buchen und auch Fahrplaninfos bekommen. 2021 wollen wir mehr Busse in den Abendstunden zur Verfügung stellen. Das ist wichtig, nicht nur für die jungen Leute, sondern auch insgesamt für die gesamte Bevölkerung. Auch das war ein immer wieder geäußerter Wunsch. Und wir werden Gewerbebuslinien für unsere großen Arbeitgeber zusätzlich schaffen. Und es wird darüber hinaus immer mehr dynamische Ankunftsanzeigen an den Haltestellen als echten Service geben. Carsharing für Elektroautos am neuen Mobilpunkt in der Grabengasse sind eingerichtet worden und es werden weitere Mobilpunkte kommen und folgen, ebenso auch der Verleih von elektrischen Fahrrädern und Lastenrädern. Wir sehen, oder Sie sehen, meine Damen und Herren, beim Klimaschutz können wir noch kleine und große Schritte
vor allem über viele, viele Jahre hinweg vollziehen. Das ist eine Daueraufgabe. Aber ich bin davon überzeugt, dass kleine Veränderungen im persönlichen Lebensstil hier große Wirkung erzeugen können. Arbeiten wir weiter gemeinsam an diesem wichtigen Zukunftsthema, damit unsere Stadt eben auch für die kommenden Generationen lebenswert bleibt.